Sneaker Shorty mit Vega. Hallo. Hallo. Bring bitte folgenden Satz zu Ende. Sneaker sind besser als alle anderen Schuhe, weil? Die gemütlicher sind. Was war der beste Sneaker, den du je getragen hast? Der beste Sneaker, den ich je getragen habe, war also auf jeden Fall ein 1er Air Max. Der, ich weiß nicht genau die Bezeichnung, du weißt sie bestimmt, der grüne Putter. Lucky Green. Was ist dein Holy Grail? Genau der ist es auch. Das würde ich niemals an meinem Fuß tragen. Chucks. Wie viele Sneaker hast du? 55? Zwischen 50 und 60? Was ist deine Lieblingsmarke? Nike. Was ist deine Lieblingskollaboration auf einem Sneaker? Ist tatsächlich auch diese Kollabo. Also ich bin auf jeden Fall ein relativ großer Putter-Fan. Wie würde es denn aussehen, wenn du selbst einen Schuh designen dürftest? Auf jeden Fall zweifarbig. Schwarz-weiß wahrscheinlich sogar. Ja. Running-Silhouette oder Basketball? Running. Wo kaufst du deine Schuhe? Verrückterweise habe ich jetzt schon längere Zeit keine mehr gekauft. Wenn ich welche gekauft habe, dann tatsächlich die letzten alle auf irgendwelchen Börsen. Kaufst du eher online oder gehst du auch tatsächlich noch in den Laden? Ich meine, in Frankfurt gibt es das Überfahrt. Ich glaube, ich habe da noch nie einen Schuh gekauft, um ehrlich zu sein. Also man muss sagen, Frankfurt ist da bis auf jetzt hier Pomo Sneaker King relativ schlecht aufgestellt. Wenn ich in Berlin bin, gehe ich auch ab und zu mal in die Läden. Ich war auch ein paar Mal in Amsterdam, da bei Pata selbst. In Frankfurt, nee. Seltens. Wie viel Geld würdest du maximal für einen Schuh ausgeben? Es gibt ein paar Dinger, für die ich auf jeden Fall auch vierstellige Beträge ausgeben würde. Was war dein dümmster Kauf? Dieser ZX'er, diese Berlin-Edition. Den habe ich gekauft, habe ich aber irgendwie danach nie getragen. Was nervt dich am meisten am Sneaker-Game? Dass es viele Vögel gibt, die vor irgendwelchen Läden zelten, um danach die Schuhe für unglaublich viel Geld bei eBay reinzustellen, anstatt sie selbst zu tragen. Und was ist die beste Erklärung, um deiner Freundin mitzuteilen, dass du schon wieder neue Sneaker gekauft hast? Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nicht richtig argumentiert, muss ich dazu sagen. Muss ich mir das überlegen. Dann viel Erfolg dabei und vielen Dank. Das war's. Danke auch.